Wir haben ordentlich die Werbetrommel gerührt und die Resonanz war phänomenal. Es gibt mega viele Attraktionen, ob es jetzt wirklich über Warehouse-Tastings geht, ob es über Bunker-Tastings geht oder ob es einfach nur um Spaß geht. Das ist wirklich, ich sag mal, ein Festival-Feeling, was man nicht woanders so einfach bekommt. Mein Highlight war bestimmt heute Morgen die Produktionsbesichtigung, einfach um das hautnah mitzubekommen und einfach zu sehen, wie das wunderschöne Produkt auch am Ende dann hergestellt wird. Mir besonders gut gefallen, dass wir so eine Reihe verschiedener Virgin Oak Fässer probiert haben, also nur das reine St. Kilian-Erlebnis. Ich will auf jeden Fall noch mal eine Tour durch die Destille machen, ein bisschen Gärungsluft schnuppern, mit den Leuten quatschen, Spaß haben. Das Highlight war für mich definitiv der Besuch in den Bunkern. Da kommt man sonst nicht hin. Und ich fand das genial, das mal zu erleben. Alle erzählen davon. Jetzt habe ich es live erlebt. Zum ersten Mal. Das war mega. Spaß haben, Musik genießen, den Tag genießen, ist einfach ein schönes Highlight. Und die Whiskys letzten Endes, die machen es aus und die sind sehr lecker. Sowohl rauchig als auch nicht rauchig und einfach phänomenal. Das Besondere an St. Kilian, A, dass ihr sehr experimentell unterwegs seid auf der einen Seite, aber auch sehr klassisch auf der anderen Seite. Und es wird nicht langweilig bei euch. Und es ist egal, welche Bulle ich kaufe, es ist immer ein Erlebnis und immer was Neues. Wir hatten heute schon Kastanienholz, wir hatten Robinie. Super spannend, das ist für mich die Abwechslung, das macht es für mich aus. Man hat hier so einen richtig, richtig sehr coolen, motivierten, kreativen Vibe. Es ist top organisiert. Ich würde es genauso wieder machen. Also. Wir waren total begeistert, was am ersten Whisky Festival abging, wie die Resonanz war. Es hat mega viel Spaß gemacht und wir werden uns wieder ganz tolle Sachen ausdenken. Seid mit dabei im nächsten Jahr beim St. Kilian Whisky Festival. Thank you.